Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Cute Clay. Mein Name ist Anna und wir machen heute gemeinsam eine Einhornfigur mit Stirnband. Starten wir mit weißem Fimo bzw. Polymer Clay, ganz egal welche Marke du verwendest. Ich verwende halt hier Fimo. Ich forme den Körper zu einem Kegel und in diesen Kegel steche ich jetzt noch einen Aludraht hinein. Du kannst natürlich auch einen Zahnstocher verwenden, ganz egal. Warum das Ganze, das mache ich, damit später der Kopf dann einfach besser hält. Ich werde dann das Ganze auch mit Sekundenkleber noch verbinden, aber so hält es schon mal sehr stabil. Für den Kopf forme ich zuallererst eine Kugel und aus der Kugel mache ich dann eine ovale Form und drücke diese glatt. Die Teddybärenaugen steche ich einfach hinein. Du kannst die natürlich auch mit Fimo Liquid noch einmal festmachen, aber sie halten meiner Meinung nach so sehr, sehr gut. Und ja, ich habe jetzt noch ein Loch in den Kopf gestochen, damit sich dieser später beim Aufstechen nicht verformt. Weiter geht's mit einem Teil des Pferdeschweifs bzw. Einhornschweifs, Verzeihung. Ich forme eine Schlange von dick auf dünn. Du siehst, die dicke Seite ist links und dünner wird es nach rechts. Und schon forme ich auch eine Kugel für die Hinterbeine. Daraus mache ich eine dickere Schlange, schneide zwei Teile ab, nehme die Schlange wieder her, forme sie etwas dünner, also rolle sie etwas dünner noch aus. Und dieser dünnere Teil wird dann quasi Vorderbeine. Du siehst, jetzt rolle ich es etwas dünner. Dann schneide ich mir wieder zwei Teile ab. Das sind jetzt unsere hübschen, schlanken Vorderbeine. Und auch hier schneide ich sie etwas quer nach unten ab, damit man sie später besser platzieren kann. Was fehlt den Beinen noch? Genau, Hufe. Und die Hufe machen wir aus Zernit-Silber. Diese Farbe gibt es, glaube ich, auch von Fimo, aber ich hatte jetzt Zernit zu Hause. Und ich schneide mir hier quasi in der gleichen Größe eine kleine Scheibe ab und platziere sie am Bein, rolle sie etwas noch am Fuß und das hält. Wenn du dir nicht sicher bist, ob das so bei dir hält, kannst du natürlich auch dazwischen einfach Fimo Liquid verstreichen und es dann erst befestigen. Dann hält es bestimmt bombenfest. Ich habe mir das Ganze hier gespart, da es so eigentlich ganz gut funktioniert. Unser Einhorn hat schöne neonrosa Haare und diese Prachtmähne machen wir aus einem langen, dünnen Strang und den verdrehen wir miteinander. Ich zeige es dir gleich. Also einmal gut ausrollen. Und dann miteinander verdrehen. So lange, bis es für dich die richtige Haarpracht ist. Es muss einfach stimmig sein. Für mich war das hier passend. Ich schneide noch die Teile, die unregelmäßig sind, weg und lege es beiseite. Insgesamt habe ich 4 längere und eine kurze Haarsträhne benötigt, aber das kommt natürlich auf deine Kopfform drauf an und wie du dein Einhorn gestalten möchtest. Da ja die Hälfte unseres Einhornschweifs neonrosa ist, forme ich hier auch wieder einen langen Strang, also lang, mittellang, so lang wie der weiße hier links oben und wieder von dick auf dünn. Diese verbinde ich jetzt miteinander, genauso wie mit den Haarsträhnen werde ich sie jetzt einrollen oder eindrehen eigentlich. Das Wegschneiden der Spitze musst du natürlich nicht machen. Ich habe es hier nicht ordentlich eingedreht, daher schneide ich es weg und mache es neu. Und dieser Teil ist jetzt aber wieder wichtig für dich. Und zwar schneide ich hier wieder quer ab und drücke es im Anschluss ein wenig flach. Das mache ich deshalb, damit ich hier, wenn ich die Beinchen platziere und den Einhornschweif dann hinten dran lege, den Körper ordentlich darauf festmachen kann. Das heißt, hier drücke ich wieder fest. Platziere den Körper darauf
und drücke ihn etwas flach, da ich ein pummeliges Einhorn möchte und nicht so ein athletisches. Ich habe den Kegel eventuell ein bisschen zu hoch geformt, daher forme ich ihn jetzt ein bisschen pummeliger. Das ist aber im Nachhinein kein Problem, du kannst ihn immer etwas flach drücken. Und jetzt kommen auch schon die Vorderbeinchen. Die Vorderbeinchen lege ich einfach vorne drauf und mit einem Feuchttuch verstreiche ich die Beinchen nach oben und so wirkt es fließender. Jetzt kann auch schon unser Kopf darauf. Er hat ja schon ein Loch, jetzt brauche ich ihn eigentlich nur mehr platzieren. Ich drücke ihn etwas fest und im Anschluss nach dem Backen werde ich ihn später noch mit Sekundenkleber befestigen, damit er auch richtig hält. Unser Einhorn hat ja ein Stirnband und das Stirnband ist aus Fimo Neongelb. Hierzu forme ich 3 Stränge, ich mache das geflochten und fürs Flechten benötige ich immer 3 Stränge. Und jetzt mache ich es ganz normal, wie ich es auch mit Schnüren machen würde. Ich flechte. Gott sei Dank habe ich das Wort Flechten hier noch nicht einmal erwähnt, daher kann ich sagen, dieses Stirnband ist geflochten und ich flechte es tatsächlich aus Fimo-Strängen. Ja, ich glaube, jetzt haben wir es. Okay. So, nun wird es einfach im Kopf platziert. Den Rest, der übersteht, den schneide ich einfach mit einer Schere ab. Ja, so brutal kann ich manchmal sein. Zack, weg. Es muss natürlich nicht rund um den ganzen Kopf gehen. Sieht man ja sowieso nicht. Da kommen Haare drüber. Ja, gar kein Problem. So, und weil ich gerade von Haaren spreche, sind sie schon. Das Ende rolle ich etwas spitz. Kann man das spitz nennen? Ich rolle es etwas spitz zu. Es ist nicht ganz spitz. Ihr wisst, was ich meine. Es sieht aus wie ein Schnürsenkel. Und dann platziere ich die Haare schon mal vorab. Es fehlt natürlich noch ein Ohr, das heißt, ich platziere sie nur soft, ganz vorsichtig. Die Enden schneide ich aber trotzdem schon mal ab, damit ich dann später eine schöne Frisur formen kann. Und auch dieses Ende forme ich etwas spitz zu. So, und weil ich gerade vom Ohr gesprochen habe, hier ist es schon. Wir platzieren hier nur ein Ohr, das andere ist verdeckt von den Haaren. Dieses kleine weiße Ohr ist einfach ein Dreieck. Du brauchst hier nicht umscheißen, man sieht es sowieso nicht in den Haaren. Das heißt, du machst einfach ein Dreieck und steckst es hinter die 2 Strähnen. Hier habe ich schon 3 weitere Strähnen hinten platziert und vorne die 2. Für den krönenden Abschluss nehmen wir jetzt noch Grün und formen uns kleine winzige Blätter. Und die schnappe ich mir einfach und klebe ich auf die Haare. Unser kleiner Kerl hier benötigt noch ein Horn. Dies forme ich aus Fimo Weiß und Fimo Gold. Ich drehe es einfach ein. Und wenn das Horn nach einem Horn aussieht, schneide ich den hinteren Teil einfach gerade ab und befestige das Ganze mit Fimo Liquid am Kopf. Für eine niedliche Wangenröte habe ich aus Fimo Weiß und Fimo Neonrosa ein Hellrosa gemixt und ovale Pünktchen unter die Augen gesetzt. Ab in den Ofen damit und schon ist unser Einhorn fertig. So sieht es endgültig aus. Niedlich, oder? Das linke leuchtet sogar im Dunkeln. Moment, zeige ich euch kurz. So süß, oder? Einhörner sind einfach toll. Okay, ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr noch nicht Abonnenten meines Kanals seid, würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr mich abonniert. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao.